Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen bei einem Let's Play. Und zwar hier bei einem Let's Play World of Tanks mal wieder mit Crazy Johnny 121, der auch dran ist. Sag mal zu allen Hallo. Ich habe jetzt gerade auf Q gedrückt. Sag mal Hallo. Hallo. So Leute, das müsstet ihr ja gehört haben. Wie gesagt, Let's Play mit THSA hier auf World of Tanks mit Crazy Johnny. Wir sind im Zug, wir sind jetzt bereit. Wir gehen jetzt ins Gefecht und dann lädt mich Crazy Johnny nochmal ein als Zug und dann gehen wir auch da ins Gefecht. Also los geht's! Wie ihr seht, haben sich hier zwei Züge wieder gebildet, oder auch Platoons, wie man so schön sagt. Einmal Giganto und Doc Hunter und natürlich Crazy Johnny THSA, also wir beide. Dann auf der anderen Seite Kritis, Little Popo und Robert und Gurul. Leider kann man die Züge nicht miteinander kombinieren, das ist ein bisschen schade. Ne? Wir kämpfen also mit Zul Aru, Lovelbo, Blood Drunker, Erwin, Pavias, Tiger, Doc Hunter, Dianko, Bizik, Kobila, Pickwick, Xander 99, Cess 89 gegen Ketris, Little Popo, Lumingo und so weiter und so weiter. So, jetzt muss ich mich kurz umgucken. Da ist schon Crazy Johnny mit seinem KV1. So, jetzt muss ich ein bisschen machen. Leider ist der Computer mit Aufnehmen plus Spielen ein wenig sehr überfordert. Das heißt, ich sehe das nur sehr ruckelig. Und weiß also gar nicht, ob das bei euch ganz gut ankommt. Aber ich habe es ja jetzt überprüft, es scheint so. Wie gesagt, ich nehme jetzt wieder mit Coral auf. Und zwar Coral Studio X Pro 5. Ja. Und ab geht's in die Schlacht. Wie ihr seht, fahre ich mit Höchsttempo. Also ich habe den Speeder reingetan. Ne? Also ich habe hier R gedrückt. Und wenn es nach meiner Tastatur geht, die arme Tastatur im Übrigen, habe ich das eher schon so tief reingedrückt, dass da nichts mehr rauskommt. Ne? Und ihr seht auch, wie ich mit einem Affentempo, da hinten ist übrigens mein Spielpartner, wie ich mit einem Affentempo, also es ist der Wahnsinn, ne? Das ist, oh, ich sause hier geradezu über die Flächen. Ne? Also, ne, man kann ja nur noch von mir eine Staubwolke sehen. Und das ist eigentlich auch das Schöne an diesem Panzer. Nein, das muss ich jetzt sagen, es fehlt natürlich der größere Motor. Dann sieht das ein bisschen besser aus. Mittlerweile habe ich ein anderes Geschütz hier auf dem T-150. Und ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit ihm. Ihr seht ja, der hat 830. Dich hat es schon erwischt. Ach du meine Güte. Den Spielpartner hat schon erwischt. Könnt ihr mal sehen. So spielt das Leben. Naja. Wird nicht lange dauern. Dann bin ich auch dran. Was hast du denn wieder gemacht? Auf jeden Fall. Wir fahren den ganzen Tag, die ganze Nacht. Ha! Ui, jetzt hat's gebumpst. Puff! Wir veräppeln die. Die denken, oh Gott, da kommt ein großer, gefährlicher Panzer. Panzerung nicht durchschlagen! Das war jetzt ein bisschen laut, Entschuldigung. Wurde getroffen! Eine unserer Ketten wurde getroffen! Der ist jetzt nicht so lustig, der jetzt hier gegen uns spielt. Benzintank getroffen. Obwohl es auch ein Russe ist. Ach, gemein. Gemein, gemein, gemein. Gemein, 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 gemein. Jetzt sind wir auch wieder putt. Wie gesagt. Tja, jetzt hat es uns auch erwischt. Also beziehungsweise mich erwischt. So, ich löse jetzt kurz den Zug auf. Und dann gehen wir nochmal in ein Gefecht. Wie ihr hier seht, habe ich hier die ganzen Panzer. Hier meinen Panzerkampfwagen 4, meine Matilda, meinen M6, den KV-1, den Lieblingspanzer. Mit dem habe ich jetzt auch 13.000. Und den T-150, mit dem ich noch
jede Menge erforschen muss. Und hier seht ihr, Crazy Johnny lädt Theasa zu einem Zug ein. Dann drückt ihr hier drauf. Könnt dann hier, das erscheint das Fenster Zugeinladung, das könnt ihr dann annehmen oder auch ablehnen, wenn ihr der Meinung seid, nee, das möchten wir nicht. Und mittels Q, ne, Q, kann man mich dann hören. Oder auch nicht. So, ich nehme meinen Panzerkampfwagen 4, er geht mit dem Sturmgeschütz rein, man drückt auf bereit und schon kann es losgehen. Wie ihr seht, schon geht es los. Und wir sind in Ruinberg. Oder Ruinberg, oder... Ruinberg? Sehr wahrscheinlich muss das R da, steht das R da ein bisschen falsch, ne? Zwischen U und I. Gut, okay, ich sag jetzt nichts mehr. Also, wir spielen mit Halbi, Bredua, Serbek, Renki, Sometime, Imperium Germanum, meine Güte, Bartos, Harry F, Kasa, Flashstreck, ADSW, Tiasa, ich, Crazy Johnny, dann Duck, Andy, Gegen, Komei, Betty, Joi, Wu, Vexa, Bolz, Krimi, Sebastian, Gustav Panzer. Was hattest du gesagt? Das wird meine Runde. Ja, das kannst du laut sagen. Hoffentlich nimmt das nicht wörtlich. Los geht's! Okidoki. Jetzt muss man nur gucken. Das heißt, ich muss nur wieder gucken. Ah! Telefonzellen. Also ihr wisst ja mittlerweile, ich bin der große Telefonzellenmörder. Ne? Überall, wo ich eine Telefonzelle sehe, die muss ich unbedingt mitnehmen. So, jetzt muss ich aber ganz schnell wieder meinem Teamkollegen folgen und sagt er auch, sag mal, wo fährt denn der wieder hin? Der soll doch hier Aufklärung betreiben und mich dann vor Feinden beschützen. Und dann fährt er da einfach durchs Gelände. Ne? Das geht doch nicht. Ja. Wir fahren den ganzen Tag, wir fahren die ganze Nacht. Wir fahren oder auch nicht. Manchmal macht es Spaß. Und hat viel Spaß gemacht. Jep. Den müssen wir machen, dass wir wegkommen. Der ist nämlich so gemein und der schießt einfach auf uns. Ne, das sind nämlich... Du, die sind gemein hier. Was? Habt ihr das mitgekriegt? Da hat er einfach auf uns geschossen. Frech weg. Boah, ey. Das nenne ich Chuzpe. Schießt er einfach auf mich. Also wirklich, das ist ja frech. Das ist ja wirklich frech. Gut, jetzt habe ich auch mal auf ihn geschossen. Ich meine, wenn er schon auf mich schießt, dann kann ich auch auf ihn schießen. Junge, 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 Junge. Ne? Oh, da hinten steht auch jemand, der findet das gar nicht lustig. Vielleicht sollte ich ja mal ein bisschen schneller fahren. Weil so ein Panzer ist ja auch dafür gedacht, dass man schnell irgendwo hinfährt. Und jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Und schon hat sich der Bösewicht von... Oh, Crazy Johnny. Oh, es hat Crazy Johnny erwischt. Ach du meine Güte. Wirkungstreffer! Oh, wir haben den Wirkungstreffer erzielt. Ui. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Das ist immer sehr komisch, man erzielt einen Wirkungstreffer und dann hat man sie nicht mal angekratzt. Aber das ist so im Spiel. Ist ja Gott sei Dank nur ein Spiel, denn in der Realität wäre das nicht so lustig. Ja? Da hätte man dann gewisse Probleme. Ja? Und Kinder, die spielen, sind gesund. Muss man nur mal dabei sagen. Ne? Und bitteschön, wir meinen das ja nicht so ernst. Also wenn jetzt hier wieder einer ankommt, Verherrlichung von Kriegsspiel. Nein, hier wird kein Kriegsspiel verherrlicht, sondern hier wird einfach nur versucht, im Grunde genommen mit unter Zuhilfenahme mathematischer Formeln, sprich logischer Abläufe, Programmabläufe und so weiter. Habe ich den jetzt erwischt? Keine Ahnung. Hauptgeschütz getroffen! Ey, nee, kann ich ja gar nicht. Hat ja nicht gezählt. Piepipi. Also ich finde das ja nicht nett, dass du einfach mich hier massakrieren willst. Gut. Ne? Selbstverteidigung. Ist halt so. Das muss wehtun. Oh, da ist er erwischt worden. Und hier steht der gute Mann von...
Wie ihr seht, ist das mit dem Computer ein bisschen schwierig, wenn ich aufnehme. Oh. Sehr wahrscheinlich gewinnen wir. Was heißt hier sehr wahrscheinlich? Wir haben gewonnen. Oh, wir haben gesiegt. Toll. Das ist ja toll. Da haben wir richtig gesiegt. Und hier könnt ihr dann sehen, dann kriegt man natürlich auch dementsprechend, auch bei einem kleineren Panzer kriegt man dann dementsprechend die Kreditpunkte, also 11.115 sind jetzt, vielleicht sagen, oh, das ist ja eine Menge. Ich habe 300.000. Und wenn ich jetzt mal kurz auf Forschung gehe, hier könnt ihr dann sehen, den habe ich ja mittlerweile erforscht, den VK301P, der kostet also 920.000 Kreditpunkte. Ne? Da muss ich noch in eine Menge Schlachten gehen. So, jetzt schnell zurück zur Garage, wieder mal auf den T150. Mein Zugpartner, also Crazy Johnny, hat den KV1S genommen und jetzt geht's wieder in die Schlacht. Ich muss meinen T150 ein wenig aufbrezeln, sprich, ich brauche einen besseren Motor. Ne? Der muss dann besser gemacht werden und ja, also einen schnelleren Motor und natürlich das schnellere Geschütz und natürlich den anderen Geschützturm. Summa summarum sind das dann auch wieder so 20.000, 30.000 Erfahrungspunkte. So, wir spielen zusammen mit DPT, Robike, Zirak, Style Hunter, Axel, Shinny Konai, Ionstar, JS3838, Vujek Bayer, Kaspi, Damalam, X-Mantasas, X, Sivexirot gegen Vikai, Gendrola, Gaspret, Pexwot, Zetor, Ikai, Johnny Velkret, Xtro, MX, Memonic, Martino, Du 77, Anonymous S, Agamemnon 77 und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ah, da steht er. So, ich werde jetzt, wie gesagt, diesmal habe ich nicht auf R, diesmal bin ich ganz einfach auf W gegangen. Ihr wisst ja, WASD ist wie immer die Steuerung. Ja, auch wenn es nervt, ich sage es trotzdem nochmal. Und da sause ich dahin mit einer absoluten Rekordgeschwindigkeit. Bam, badam, 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 bam, bum, bam, bum, bidi, bum. Bam, bam, badam, bum. Ach ja. Wir können uns jetzt noch ein paar Brötchen. Das ist natürlich das Schöne, wenn man mit so einer unglaublichen Geschwindigkeit, dann kann man auch mal hier ein bisschen was von der Landschaft zeigen. Seht ihr? Das ist also wirklich die schöne Landschaft. Ne? Muss natürlich immer nach vorne gucken, weil mir passiert es also öfters, dass ich vor irgendwelche Gebäude fahre. Weil man soll ja auch eigentlich eher nach vorne gucken. Aber ist doch wirklich eine schön gemachte Landschaft hier. Ne? Also man kann auch nichts dagegen sagen. So, jetzt fahren wir mal ein kleines Kürfchen. So, das haben wir auch hingekriegt. Dabei sind wir noch ein bisschen langsamer geworden, weil das passiert in Kurven. Da wird man langsamer. Das ist dann normal. So, jetzt sausen wir hier durch die herbstlichen Wälder von, keine Ahnung, jetzt habe ich jetzt nicht ganz aufgepasst, auf jeden Fall von dieser Karte. Und wie ihr seht, jetzt fahren wir hier runter. Das macht auch immer sehr viel Spaß. Also ich fahre da runter. Das heißt ja nicht, wir fahren, obwohl wir spielen ja alle im Grunde genommen. Ha, we are all players. So, der ist hinter mir, schiebt mich noch ein bisschen an. Dankeschön, Robike. So ein kleiner Schubs tut immer mal ganz gut. Nur weiß ich jetzt gar nicht, wo mein Teamkollege ist oder hat es den... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, den scheint es sogar schon erwischt zu haben. Jo, den Teamkollegen hat's. Ach du meine Güte. Den hat es schon erwischt. Junge, 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 Junge. Das sind harte Zeiten hier. Manchmal ist es auch von Vorteil, wenn man ein bisschen langsamer ist. Ja, Robike, ich kann da nichts zu. Ich bin nun mal so langsam. Also nicht ich, sondern der Panzer. Ihr könnt auch mal gerne schreiben, was eure Lieblingspanzer sind. Also, wie gesagt, ja, ich stehe hier. Entschuldigung, dass ich hier... Ich wollte eigentlich nicht da stehen, aber... Jetzt seid ihr aber auch wirklich hier wieder. Meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Junge, hier ist ja richtig was los.
Ja, ich kann ja auch wegfahren. Sag nochmal, was brauchtest du? Ich brauche wieder Geld, dann bin ich glücklich. Na, bitte. Dann hätten wir schon mal einen glücklich gemacht mit Geld. Ne? Ja, ja. Ihr wisst ja, Geld regiert die Welt. Ja. Oh, das war sogar ein Zufallstreffer. Ein Zufallstreffer. Den habe ich sogar getroffen. Zufällig. Ach du heiliger Bimbam, jetzt wollen sie es aber wirklich wissen. Jetzt sind sie es aber richtig wohl leid. Jetzt, oh, jetzt wollen wir euch aber alle erschießen und umbringen und hast du nicht gesehen. Hm? Du kannst ja die WCV vielleicht. Bitte? Du kannst ja den T1 Heavy Tank zerstören. Bis ich da bin, ist der zerstört. Also wie ihr seht, meine lieben Freunde, wer nicht so schnell ist, hat schon schwer im Leben. Dann kommt man zu spät. Ja. Oh nein, den hasse ich, den Panzer. Welchen? Den, wo ihr zerstören müsst. Also, ich weiß jetzt nicht, welchen er meint, den wir noch zerstören müssen. Ach so, den Stufe 7. Ich habe jetzt nicht mitgekriegt, was das für ein Panzertyp ist. Wobei man hier aufpassen muss. Also an dieser Karte muss man hier sehr vorsichtig sein. Da bin ich das letzte Mal bös runtergestürzt. Ne? Nochmal an alle hier, guck mal. Guckt mal schnell, ne? Hier, da müsst ihr ganz vorsichtig sein. Da kann man ganz schnell sich den Panzer kaputt machen. Ach, er meint Genrodla. Mit einem... Ja gut, jetzt werden wir nicht mehr da hochkommen. Aber ihr seht ja in der vorherigen Beschreibung. Wir haben gesiegt, jawohl. Sieg, der Sieg ist unser, joho. Das heißt, der Sieg ist natürlich der Sieg der anderen und ich bin mitgefahren. Tja, so sollte man es ja auch machen, ne? Ich als der, aber nur unter uns, der kleine Pazifist hat mal wieder gewonnen. So. Was für ein Panzer nimmst du jetzt? So, ich nehme den wieder und du nimmst den KV-1S oder welchen nimmst du? Jetzt bin ich wieder glücklich. Jetzt bist du wieder glücklich. Na bitte, da haben wir wenigstens schon mal eins hingekriegt. Aber den Panzer, den du da meintest, was war das für einer? Meinst du den von Gegner? Ja, genau, diesen Gren, der den, also wo du sagtest, der letzte Zug, das wäre der letzte Panzer. Halt, das war ein Franzose. Also, alles klar. Also habt ihr ja auch gehört, ein Franzose. Wie gesagt. Meine Geldmachmaschine. Wie gesagt, er fährt ganz gerne den KV-1S. Ist auch ein schöner Panzer, den werde ich übrigens auch noch erforschen. Mit meinem KV, den ich nicht verkauft habe, der immer noch da ist und der auch da bleibt. Ich werde mit dem M6 natürlich noch einige Schlachten machen müssen, um den T29 zu erforschen. Das ist ja der nächste höhere bei den Amerikanern. Und dann werde ich den M6 verkaufen und... Ehrlich gesagt, auch so die englische Panzerlinie, die mir erst sehr gut gefallen hat, ist doch nicht so schön und doch nicht so interessant. Also ich werde mich sehr wahrscheinlich auf die russischen und deutschen Panzer beschränken. Wobei, meine Artillerie, der bleibe ich treu, die spiele ich weiter. Da gibt es nichts, meine Artillerie wird weitergespielt. So, jetzt muss ich nur gucken. Bitte? Was sagtest du? Hier, wir haben einen Glitch ausprobiert.
Ja. Da hatten wir uns mal versucht, von dem hier von diesem einen Berg da mal runterzufahren mit dem Panzer. Und naja, da muss man also sehr aufpassen. So. Ach so, jetzt habe ich eigentlich gesagt, wir spielen zusammen mit The Daily. Entschuldigung, wir spielen zusammen mit The Daily, Reels T, Serkan 50, Onkel Bot oder Brot, Seglak 94, Kolobollo, Ser 76, Rudi Zein, Patrick Tramm, Maxi Lenzab, Antikil, Gegenphotons, Ponject, Kosi, Dijan, Sakko, Safov, Yakivam und so weiter. Es tut mir sehr leid. Da müsst ihr noch mal kurz selber gucken, weil ich muss mich jetzt hier doch mal ein bisschen konzentrieren. Achso, er ist so... Ui, 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 ui. Das müsste jetzt hier aber kein T-150, sondern ein KV-1 sein, der jetzt gerade hinter mir steht. Aber egal. Upp. So. Das ist jetzt hier... Da muss ich mal kurz so fahren. Da hat es ihn böse erwischt. Aber das weiß ich auch. Das ist da nicht so gut, wenn man da durchfährt. Das ist da nicht so gut. Ich werde jetzt nochmal versuchen, mich hinter irgendwelchen Hecken zu verstecken. Bubibu. Oh, er hat ihn erwischt. Oder Crazy Johnny hat ihn erwischt. Jetzt gucke ich mal. Nee, das war hier Seglak 94. Er hat ihn erwischt. Ich fahre jetzt gerade. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig, wo wir hinfahren. Seglak zerstören. Also bis jetzt noch null. Er hatte gerade gefragt, er würde gar nicht sehen, wie viel er zerstört. Und ich sagte, bis jetzt also so um die Null, ne? Null, null, null. So wie ich, null. So, jetzt muss man mal da rumfahren. Ui. Ui, 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 ui. Da sind die schon alle. Oh. Jetzt ändert sich wieder die Musik. Jetzt wird es wieder... Ne? Ich sag Bubu, was sagst du? Moment. Ach so, er wurschtelt sich da hoch. Ich mach mal den Dreher hier, vielleicht kriege ich das hin. Oh, ich hab's hingekriegt. Na, fahren wir ein bisschen nach da, weil wenn ich da runterfahre, dann komme ich da nie wieder raus. Never Ending Story, wie es so schön heißt. Na, krieg ich die Kurve, krieg ich die Kurve? Ja, ich habe sie geschafft. Jetzt hier rein. Er ging glatt durch. Der hat mich nicht gesehen. Hahaha. Ich habe mich da mal ganz knallhart von hinten angeschlichen. Und dann hat der gute Mann mich nicht gesehen. Ja. Weil ich bin ja so langsam. Das kriegen die dann gar nicht mit, dass dann plötzlich so ein ganz langsam. Obwohl, ich muss auch ehrlich sagen, ich kriege das ja auch nicht mit. Wenn die sich dann von hinten anschleichen. Ja. So. Jetzt müssen wir alles dran setzen, dass wir hier den hier unsere, wie es so schön heißt, Mockingbird Lane. Also unseren Stützpunkt, beziehungsweise den gegnerischen Stützpunkt halten. Schon sieht es nicht so lustig aus, weil die ganzen Gegner jetzt versuchen, unseren Stützpunkt zu besetzen. Na, ihr seht das ja an dieser Minimap. Da haben die sich schon alle drauf verteilt, unseren Stützpunkt zu besetzen. Und jetzt, Leute, bitte bleibt drauf stehen. Nicht weiterfahren. Stopp.
Nicht weiterfahren, nein, 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 sonst fängt er wieder von vorne an zu zählen und wir haben verloren. Genau, so, ich bin noch einer mehr. Wo ist das? Ah, da oben ist er. So, sehr guter Schuss von Sappe. Oh, wer hat da geschossen? Ach du Heilige, du heiliges Brötchen. Hier wird es ja wahrscheinlich noch irgendwo, aha. Oh, jetzt sind sie aber sauer geworden, wa? Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Jo, das weiß ich. Verwundet. Glatter Durchschuss. Jo, das kann sein. Unsere Ketten ist zerstört, wir sitzen fest. So, jetzt sind natürlich hier... Wir sind erledigt. 3, 4, 5. Schade, es waren zu viele. Es waren zu viele, sonst hätten wir das unter Umständen geschafft. Aber es sollte nicht sein. So. Aha, schon wieder. Jojo, okay. Er ist bereit. Turalura, luralu. Ich sag Bubu, was sagst du? Tja, wenn man mal so ein... Ihr kennt das ja, wenn man mal so ein Lied im Kopf hat, dann muss man ein bisschen aufpassen. So. Alles okay, welchen Panzer willst du nehmen? Er ist noch am Überlegen, soll ich jetzt... Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir alles Gute, ne? Mach hier noch ein bisschen, ich mache jetzt noch ein bisschen und dann mal weiter. Okay, er muss gerade raus. Kurz noch was essen. So, ich verlasse jetzt mit ihm den Zug, also beziehungsweise ich verlasse den Zug. So, zeige euch nochmal, also wie gesagt, wir haben das ein bisschen schnell gemacht. Ich zeige es euch nochmal. Hier meine Artillerie. Dann den Panzerkampfwagen, mit dem ich ja den erforscht habe, den VK3001P. Jetzt kurz in eine Forschung gehen. Hier, das ist dann, Moment, der deutsche Forschungsbaum. Der VK3001P führt dann direkt zum Tiger-P. Ihr seht da also 45.000 Forschungskosten, 1 Million Kaufpreis, dann zum VK 4502, noch teurer, noch mehr Forschungskosten, ist dann auch hier die Größe 8, dann kommt die Größe 9, wiederum ein VK, Ausführung B und letztendlich die Maus. Und auf der zweiten Linie, wenn da ich den ja auch noch erforschen will, ob ich ihn hole, ist eine andere Sache. Der normale Tiger, dann der Tiger 2, E75 und last but not least E100. So, jetzt gehe ich zurück zur Garage. So, und dann wollen wir mal sehen, dass ich hier den M6 noch mal kurz fahre, weil ich ja mit dem M6, das hatte ich euch gesagt, das ist der T hier, ihr seht ihn, den T29, den will ich erforschen. Momentan habe ich beim M6 11.000, ich brauche 42.000, also muss ich noch jede Menge EP machen, jede Menge Schlachten machen und dann verkaufe ich ihn. Und werde mir dann den anderen leisten. So, ich spiele zusammen, jetzt ich ja, mit Nista, Commodore 2, Evangelion, Piccoli, Bolland, Void Skull, Coolcore, Jovo Juhu Cool, Real Ambus, Provel Zipf, Kuski, Mesken, Mastro, gegen Ponka, Diktigens, Erik Zack, Cool, Sers, Uncle Goose, Roman B., Dragon Kurakov, Blackoff, Mr. Blackbird, Young Pio, Treskok, Spykiller, Asanov, Patria und MHJD. So, da sind wir schon und wir spielen mal wieder mit den anderen. Na gut. Kidoki. Bolland
Roland fährt da so schön da hinten hin, aber das ist gefährlich, weil da auch sehr viele vom Gegner sein werden. Naja, wollt ihr denn ewig leben? Eigentlich ja. Ja, nur um sie zu ärgern, würde ich mal ganz gerne, aber obwohl ewig leben wäre auch nicht so eine Sache. So, und da haben wir schon den ersten Gegner. Jetzt werde ich mich verstecken hinter den Hecken oder auch nicht. Jetzt will er wieder auf mich schießen. Gemein, gemein, gemein. Ich fahre aber jetzt schön. Die haben uns eine Kette abgeschossen, wir stecken fest. Ja, sag mal was, da schießen die euch einfach eine Kette ab. Finde ich ja nicht nett. Das muss ich ja ehrlich sagen, finde ich ja nicht los. Nicht nett. Ach du heiliges Blechle. Ach du heiliges Blechle. Meine Güte. Meine Güte, meine Güte. Eine unserer Ketten wurde getroffen. Meine Güte, meine Güte. Da wollen sie es aber wirklich wissen. Leute, Leute, Leute. Wirkungstreffer. Kette, sie haben uns. Naja, also mit dreien auf einen, das ist ja auch nicht so das Wahre. Ne? Aber ich wusste, dass da die fahren. Das ist, glaube ich, jetzt der KV-1S gewesen. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber... Und da ist er, mein Lieblingspanzer, mit dem ich, ihr seht es in der Forschung, den KV-2 und den KV-1S erforschen werde. Oh, da blinkt wieder was auf Einladungskanal. Ach, ist er schon wieder, ist das Essen schon wieder, na bitte, ja, dann lassen wir uns doch wieder einladen. Und dann sind wir wieder, Moment, ich gehe kurz wieder in die Garage, sonst kann ich nicht mit ihm reden. Moment, ich gehe kurz hier auf Zug wieder. So, drücke auf Q. Ist das Essen vorbei? Beziehungsweise bist du noch am Essen, aber kannst du jetzt spielen? Bitte? Ah, okay. Gut. Gut. Das war ja aber ein bisschen schnell. Naja, egal. So. Öche, öche, öche. Wir spielen mit Zagislavitz, Richard Sex, Chiras, Milfman, Witzleben, Brotherhood, Lecho, Tank, Kant, Ziloni, Pastizior, Trashpipes, Physical, Lilampa, Browns gegen Opifines, Kupuka, Damir Bo, Aka, Lakisinski, Knight Templar, Psygla, Garnis Koppler, Dadas, Glaciot, Vagis, Zapka, Tomhawk, Laycool und Sam Gunner 1. So. Auf geht's! Ja, das kann man laut sagen. Auf geht's! Juhu! Holla die Ho! Oder auch die Waldfee. So. Hey, da hat mich einer. Ja, gut. Das ist, was leider ein bisschen schade ist, gerade bei den 6er Panzern spielt man mit, ihr seht es da, Panzern der Stufe 8 zusammen. Das ist natürlich ein bisschen. Weil so ein 8er Panzer, wenn der schießt, achso, er fährt jetzt da hinten auf den. Au, das ist aber gefährlich. Lecho, nur mal so. Naja, gut. Ja, ich weiß, rechts vor links. Jetzt weiß ich nicht, wo er hinfahren will. Weil das ist ja ein bisschen sehr gefährlich da. Aber egal. Wer will schon... Ne? Die kommen schon noch. Er dachte, da oben wäre keiner.
Ja, ja, ich sag ja, die kommen schon noch. Ja, ja. Meine Kanone macht auch viel Schaden, aber braucht sehr lang zum Nachladen. Da kenne ich einen kleinen Trick. Du kannst dir da für 500.000 Kreditpunkte oder teurer diesen schnelleren Nachladeservice holen. Allerdings kostet der was. Habt ihr alle mitbekommen, ne? Also wie gesagt, ich zeige euch das dann nochmal kurz, wenn wir hier mit fertig sind. Aber, naja, gut, ich zeige das dann nochmal kurz. Oh, ich muss hier aufpassen. Mir ist es übrigens auch gelungen, es ist nur sehr wenigen gelungen. Gut, jetzt bin ich wieder vor ein Haus gefahren, was üblich ist. Ist es übrigens gelungen, auch hier in dieses Wasser reinzufallen? Ich bin aber wieder rausgekommen. Also, toi, toi, toi. So, jetzt muss ich erstmal hier die Kurve kriegen. Bam! Panzer, krieg doch die Kurve. Schaff es doch mal, dann wirst du es sehen. So, hier auch wieder in die Kurve rein. Ne, so richtig, oh, die ganze Besatzung, die klemmt sich jetzt so. Ja, wir schaffen's. Ne. Jetzt hier auch runter, kurz mal. So. Bitte, was hast du gesagt? Du musst ein bisschen lauter reden. Alle bei H und J. So. Na nun, das ist halt so. Da ist Party! Radabums, da schießen wir doch einfach mal. Wir sind ja so, also ich bin ja einfach frech, ich schieße ja einfach und selbst wenn ich in der Luft schieße oder nur das arme Haus treffe, dass dann da sagen wird, meine Güte, der trifft ja das Haus nur. Das findet ja das Haus gar nicht lustig. Geschichte. Pass auf dich auf. So, ich kann es ein bisschen schlecht jetzt erkennen. So, Fahrzeug zerstört von Akal, Entschuldigung, 06, wie ihr seht, ein Panzer der Stufe 8. Ne? Und das ist, glaube ich, jetzt hier auch ein Panzer der Stufe 8, hier eher. Tatis, Tatzelak, ja, ist auch ein Panzer der Stufe 8. Dumm, die dumm, die dumm. So, man kann mit der rechten Maustaste, kann man jetzt rumklicken und dann geht man auf die anderen Spiele. Ich bin jetzt hier auf den Zugkollegen gegangen mit seinem KV-1S. Sieg, wir haben gesiegt. Das ist doch schön. Ne? Das ist doch mal schön. Haben wir schön gesiegt. Das gibt dann auch wieder ein bisschen Geld. Auch wenn man nicht so erfolgreich war, aber trotzdem, es macht doch Spaß. Auch ein Sieg. So, was wollte ich euch jetzt noch? Ach ja, ich wollte euch zeigen, hier, ihr seht ja hier kann man das verschiedene Zubehör einbauen. Hier kann man das verschiedene Zubehör einbauen, das seht ihr ja hier. Und jetzt war ich wieder zu schnell. Dann muss ich es euch nochmal gleich zeigen.
So, wir sind jetzt auf wieder dem Ort, wo man eigentlich das eher verdreht hat wohl. Also auf jeden Fall im Ruinenberg. Spielen zusammen mit Patrick Atanor, G3, Newts, CC, The Busy, Bumblebee, Westnox, Akzeptier, Zeppa, Semi, Urukash, Henkrus, Wizard, Ebony oder Ehoni gegen Eagle Fighter, Miscom, 19, Rommel, Berserkus, Tommy, Kavok, Andy, Robic, Kale Musik, Kokat. Was überstreichen? 93 wieder. Ach so, ja, wer der bessere Panzer ist. Los geht's! Nein, meine Blüte streiten sich. Das sage ich lieber nicht. Okidoki. Ich dachte jetzt hier, weil hier manchmal auch Streits entstehen über Mann, was ist der bessere Panzer? Ich fahre einen. Du kannst ruhig dann. Aber ihr seht wieder Telefonzellen. Meine geliebten Telefonzellen. Da, Telekom, ich komme. Ja, meine Telefonzellen. Wenn einer in diesem Spiel Telefonzellen als Champion der Telefonzellenmörderei gilt, dann sicherlich ich. Ne? Kriegen wir den Lastwagen? Schaffen wir es? Ja, wir fahren über den Lastwagen. Nein, doch, wir fahren. Platt. Einer weniger. Meine Güte. Das ist ja der Schnelle. Und drei. Drehkranz getroffen! Der Turm dreht sich. Der arme Turm. Jetzt ist der arme Drehkranz doch noch getroffen worden. Ja, so kann es passieren. Ne? Mal ein Adventskranz, mal einen Drehkranz. Diesmal war es der Drehkranz. Mal sehen, wer schießt denn da bei Nacht und Wind? Ist es Kette beschädigt? Ja, sag mal was, wer hat denn da jetzt geschossen? Ich habe mich doch gar nicht bewegt. Finde ich ja nicht so nett. Kette verloren, wir sind bewegungsunfähig. Also wirklich. Sie haben uns den Motor zerschossen, wir stecken fest. Sie haben uns den Motor zerschossen, wir stecken fest, naja. Wer jetzt da so geschossen hat, ihr seht das, der Panzer wurde durch einen Treffer von bla 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 zerstört. TH hast du nicht gesehen. So. Ich klicke mal wieder auf der rechten Maustaste rum und versuche jetzt. Ah, das ist die Artillerie. Und versuche jetzt. Da seht ihr einen Tiger mit dem Namen Tiger am Turm stehen. Das war, glaube ich, Atanol. Ja. Ich kannte mal einen Atanol. Vielleicht ist der das. Ja, das. Da haben wir wieder unseren Crazy Johnny mit seinem KV-1S. Ihr könnt natürlich auch sagen, welche Panzer ihr sehr gerne fahrt, also welches eure Lieblingspanzer sind. Er sagt, Mensch, also ich fahre unheimlich gern, so wie ich den KV-1. Oh, da ist jemand hinter dir und vor dir. Junge, du bist aber wirklich bis heute gefragt. Umzingelt von netten Menschen, die alle was von dir wollen. So. Dieser nicht so ganz nette Mensch ist nun Geschichte. Ey. Are you camping M6? Wo ist der M6? Oh, das hat aber wehgetan. Mittlerweile, oh, er hat schon 5. Junge, er hat ja diesmal richtig... Ich bin nicht mehr im Match. Nee, mich hat's erwischt.
Du hast bis jetzt 5. Er hatte gerade gefragt, wie viel Skills er hätte. Ja. Kills, Entschuldigung. Kills er hätte. 5, nicht Skills. Oh Mann. Du mörderst die ganzen Tanks hier ab. Jawohl, ja. Und das war Nummer 6, aber das hat ein anderer gekriegt. Ja, das ist schon, also 5 Panzer, das ist schon eine ganz schöne Menge. Das ist schon richtig, mein lieber Schwan. Nee, das war auch ein anderer. So. Da seht ihr, jetzt geht's ab zur Fahne. Um den gegnerischen Stützpunkt zu erobern. Jawohl, ja. Aha. Ah, die versuchen noch die Artillerie zu bekommen. Das war's dann. Die Artillerie ist auch Geschichte. So. Sieg. Gewonnen, 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 gewonnen. Na bitte, wer sagt's denn? So, ich habe ja nichts dazu beigetragen. Wie gesagt, ich wollte euch noch mal kurz sagen, also hier könnt ihr das Zubehör einbauen. Hier seht ihr dann zum Beispiel verbesserte Lüftung. Dann ist der Panzer, wird er nicht, also 5% zu allen Fähigkeiten der gesamten Besatzung oder plus 50% Haltbarkeit, Munitionslager, wenn ihr getroffen werdet, Werkzeugkiste, schnellere Reparaturgeschwindigkeit, verbesserter Waffenrichtantrieb, das heißt, die Kanone kann sich schneller drehen. Und Drehstabfehlung kann besser fahren, Treibstofftanks, Splitterschutzbeschichtung und das sogenannte Scherenfernrohr. Und hier ist, Entschuldigung, verbesserter Waffenrichtantrieb ist nicht, die Kanone kann sich schneller drehen, sondern 10% schnellere Zielerfassung. So, wo war wir nochmal? Ich hatte doch noch geguckt. Moment, Moment, Moment. Ah, da ist es. Ansetzer für Panzergeschütze großen Kalibers, das ist minus 10% Nachladezeit. Das meinte ich eben. Also die schnellere Ladezeit. So, jetzt gehe ich mal wieder da raus, gehe wieder auf den T-150, bin wieder bereit und wir können weitermachen. So. Und dann wollen wir mal. Jetzt weiß ich nicht. Doch. So, wir spielen jetzt mit R6, Sexclusive. Sparkopf, Phoenix, Sebuka, Peters, First Style, First St. Sylt Brigade, Saddam, Ukraine, Swart, Trax, Destiny Prime, Pazzi, Akraine, Rosor, Titi, Kessia, Gegenpuru, Brutal, Novesik, Lada, Pickendorf, Panzermeier, Ullmann, Marvelous, Prizia, Zem, Dreko, Emax, Adviton, Morgan, Lefay, Oleg, Kolek und Marvin. Sehr wahrscheinlich Bolek, Lolek, aber das sollte nicht sein. Ne? Ja. Was meintest du? Ich hatte eine von meinen besten Rufen. Habt ihr ja auch gehört. Er hatte gesagt, er hat gesagt, er hatte die beste Runde im KV-1S. Ah, die beste Runde im KV-1S. Na bitte, wer sagt's denn? Ja. Wer sagt's denn? Und das hat natürlich auch richtig Kreditpunkte gebracht und auch richtig Erfahrungspunkte. Also je mehr im Grunde genommen Panzer ihr
tötet, vernichtet, ausschaltet, hört sich ein bisschen neutraler an, desto höher sind natürlich dann auch die EPs, also die Erfahrungspunkte. So, ich fahre mal wieder hier durch die grüne Wiese. Oder so grün ist die gar nicht, die ist eher so schneeweiß. Ein paar arme Munitionskisten. Die müssen wir jetzt nicht ganz so überfahren, da kann man lieber den Baum überfahren, was natürlich noch schäbiger ist, weil der arme Baum, der kann einem höchstens nur leid tun. Uiuiuiui, da sind sie schon wieder richtig dran. Jetzt muss er sich mal langsam zurückziehen. Oh. Das ist ja... Ich glaube, jo, es hat ihn erwischt. Eieiei. So. Ich fahre jetzt und fahre den ganzen Tag, bis ich ganz derbe und noch nichts passiert. Wundert mich eigentlich. Ich fahre den ganzen Tag. Du. Hier durch den Heuballen. Eine unserer Ketten wurde getroffen. Heuballen durch. Und da sind wir auch schon beschossen worden von ihm hier. Von den beiden da. Oder von all. Eieieiei. Den haben wir wenigstens erwischt. Wir haben sie. Volltreffer. Volltreffer. Sie haben den Motor getroffen. Wir können uns nicht bewegen. Das war's für uns. Los. Ja, da war noch einer nach hinten gefahren, um zu treffen. Das war's dann. So, aber wie gesagt, der Teamkollege, den hat es ja wohl auch erwischt. Ja. So, jetzt sind wir wieder da. Er geht mit der Wespe. Und ich guck gerade, ja. Moment. Dann kann ich mit dem auch nochmal kurz mit meiner Artillerie reingehen. Dann gibt es mal ein kleines Artilleriegefecht. Oh, wir sind auf der Karte Kloster. Was fällt euch spontan zum Kloster ein? So, wir spielen mit Shaki, Grubi, Epesio, Guno, HKMPA, Troskota, Ashta, Jakot, Zoran, Knutter, 973, Krissek, Betatross, Tracer, gegen Buti, Kinins, Tundrik, Algegona, Kalm, Kane, Ramo, Gabris, 24, Big Melend, Radek, 75, Kulek, Porsche, 2000, Marci, 09, Master, Chu, Masteri, Chu, Descap und Baranek, PL. So. Und herzlich willkommen bei der Hitparade. Unser D-Day. Der andere, der Thomas Heck. So, jetzt muss ich nur noch ihn finden. Da ist er. Der Wespe. So, ich suche mir ein kleines schattiges Plätzchen. Was heißt schattig? Ein kleines Plätzchen mit einem Büschchen, aber hier findet man wieder so wenig Büsche. Ich liebe ja Hecken, hinter denen man sich so ein bisschen verstecken kann. Mal sehen. Bin ich vielleicht hier? Dann bin ich zwar ein bisschen zurückgefahren, aber ich kann es nicht ändern, weil ich doch lieber in einem Gebüsch stehe, gerade mit der Artillerie, die ja nun sehr anfällig für alle möglichen bösen, netten und nicht so netten Panzer ist und die dann ja auch sehr schnell Geschichte ist. So. Oh. Das ist natürlich hier. Ihr seht die grünen Punkte bis. Also wenn ich da jetzt. Moment, ich versuch's mal. Wir haben sie. Oh, das war aber ein. Naja,
man könnte fast sagen Glückstreffer, dass er das so gut, also wie gesagt, ihr seht die grünen Punkte, wenn ich die habe, dann klappt das meistens, wobei hier werde ich wohl, das sieht nicht so gut aus. Oh, da hätte ich fast meinen eigenen Teamkollegen getroffen. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist überhaupt nicht gut, ist das. Was fehlt mir noch, den eigenen Teamkollegen zu treffen? So, gehen wir mal ein bisschen. So, da können wir auch wenig machen. Moment. Aber, ja nun, da können wir auch nichts machen. Vielleicht kann ich hier was machen. Auch nicht so das war. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, es ist die Frage. Also selbst wenn ich jetzt, ich kann mal kurz gucken, selbst wenn ich jetzt nach vorne fahre, ich kann jetzt nach vorne fahren, ich kann im Grunde genommen jetzt richtig nach vorne fahren, aber und wieder ins Gebüsch, so hinter den Hecken wollen wir uns verstecken, so, aber trotzdem bringt das hier nicht viel, weil selbst wenn ich jetzt den hier anvisiere oder ihn, schafft das die, nein, ihr seht, also der Schuss würde genau hier abprallen. Und hier, er wird im Grunde genommen fast mal die eigenen Leute treffen. Ich versuche es trotzdem mal. Da, er prallt ab. So, jetzt muss ich nachladen. Oh, das war knapp für den guten Mann. So, jetzt werden sie nämlich zu uns hier hinfahren. Das heißt, hier werden wir sie erwarten müssen. So. Man muss den guten Herrschaften nicht ganz so einfach machen. Wollen ja wenigstens auch dann ihren Skill haben. So. Da wollen wir mal gucken. Irgendwo müssen sie ja mal auftauchen. Weil ich eigentlich davon ausgehe, dass sie hier runterfahren und versuchen, diesen Stützpunkt hier einzunehmen. Das wundert mich jetzt, wo sie geblieben sind. Ah, wir haben Gesicht. Naja, so kann es gehen. Da merkt man gar nicht, dass man sieht und dann hat man Gesicht. Bitteschön. Porsche 2000. Oh, den armen Porsche habe ich getroffen. Naja, auch nicht so schlimm. Ein Porsche weniger auf der Straße. So, dann würde ich mal sagen, dass wir da noch ein Gefecht machen. Jo, okidoki. Da bin ich wieder mit dem T-150. Ihr seht hier 5000. Da könnte ich jetzt andere Ketten, aber ich will hier den Motor für 8500 haben. Da fehlen mir also noch einige. So, ich muss zurück in die Garage, sonst
geht das nicht, ich bin bereit. Und dann bin ich ein bisschen schneller. Ne? Ein bisschen schneller. Ein ganz klein wenig schneller. Ich möchte ja nicht sagen, dass der Panzer ein bisschen langsam ist, aber ist ein ganz klein wenig nicht zu schnell. So, wir spielen zusammen mit Cobra, Emma Salangeme, Peko, Kameramat, nee, Kamerad, Tegaki, Frankuta, Dominik, Kobrik, Farasim, Tycho, Polask, Merak, Pippa, Zavi, kein Peperazzi und keine Peperone, Santase, gegen Karel, Ofredo, Thomas D., TMT, Saverio Super, Tomik, Ruyudark, Lukas, Milan, Kento, Brainflu, Schwarztiger, Carapana, Valdis, Reaper und Bitdog. So, jetzt muss ich ihn schnell wieder suchen. Da, das ist übrigens der Tiger. Pack den Tiger in den Tank. Ach, da hinten. So, wir drücken auf R, die beliebte R-Taste, die wir ein paar Mal gedrückt haben. Ja, meine Damen und Herren, rechte, Sie haben richtig gehört, wir haben die R-Taste gedrückt und fahren mit unglaublichen 20 Stundenkilometer durch die Gegend. Ja. Dubidubidubidu. Ich sag Bobo, was sagst du? Töraloraloralo. So, wir sausen geradezu über den Abgrund. Jetzt weiß ich nicht, wo er hinfährt. Ich mache mal eine kleine Wendung. Und eine Vollbremsung. Schon gewundert. Das ist oberhalb des Berges, da komme ich gar nicht hin. Ich bin ganz falsch gefahren, hä? Sag mal was. Fahren wir ein bisschen höher? Volltreffer! Und nochmal. Der ist abgeprallt. Aber ein anderer hatte ihn getroffen. Wir haben uns eine Kette abgeschossen. Oh, die sind jetzt hier alle. Das ist natürlich nicht so lustig. Weiter geht's. Schnell hier weg. Machen, dass man in Sicherheit kommt. Oder anders ausgedrückt, sich in Sicherheit bringt. Oh. Junge, Junge. So, jetzt muss ich mal irgendwo sehen, dass ich hier Land gewinne. Weil ich momentan wirklich ein bisschen auf dem Schlauch stehe und gar nicht weiß, wo ich hinfahre. Aha, gut. Okay, jetzt weiß ich wieder ein bisschen besser Bescheid. Wenn du gedacht hast, dass ich da jetzt herfahre, werde ich doch nicht machen. So, werde hier herfahren. Ah. Ja, guten Morgen, Kollegen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Kette beschädigt. Der ist erledigt. Suchen wir uns ein neues Ziel. Scheibenkleister. So. Zurück in die Garage. Jawohl. Wenigstens auch ein Kill. So. Das wär's dann erstmal. Ich wünsche euch alles Gute. Ein schönes Weihnachtsfest, falls wir uns vorher nicht mehr sehen sollten oder falls ich kein Let's Play vorher mache. Alles Gute von mir und natürlich von Crazy Johnny.
ne, wünscht den Zuhörern noch ein schönes Weihnachtsfest, bitte. Falls wir kein Let's Play mehr machen, aber wir werden noch eins machen trotzdem. Okay. So, habt ihr sicherlich alle gehört. Auch von, wie gesagt, von mir und Crazy Johnny. Schöne Weihnachten. So, das war's.